Forspoken mir erscheint am 24.01.2023. Ich konnte die Vollversion schon vorab spielen und hier heute mein Review. Warum dieser Review? Ganz einfach, ich kenne die berechtigte Kritik aus der Demo, kann aber schon jetzt sagen, das was man in der Demo spielen konnte, war nur ein Bruchteil. In meinem Review werde ich eingehen auf die Performance des Spiels, wie sich spielen lässt, auf die Story, aber ohne Spoiler, ganz wichtig. Und ja, wenn dich jetzt dieser Review interessiert, dann legen wir los. Ja, und somit ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich auf meinem Kanal. Wie man sieht, ich bin schon in Forspoken drinnen und gleich mal das erste, es wurde bemängelt, dass die Welten sehr leer sind. Das kann ich nicht bestätigen. Ich stehe jetzt mal in der Stadt, die kannte man nicht von der Demo. Die Stadt ist einigermaßen groß. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, ich werde nicht viel herumrennen in der Stadt, aber ihr trefft auf jede Menge NPCs und ihr habt auch jede Quests, Nebenquests. Ja, also hier doch etliches zu tun. Was die freie Welt betrifft draußen, hier blende ich das euch jetzt am besten ein. Ja, das heißt, ihr seht mich jetzt mal nicht. Hier ist es so, wir haben Gegnergruppen, die natürlich auch warten auf einen Encounter, haben auch random Gegner herumstehen, aber meiner Meinung nach, die Welt ist nicht leer. Wenn ich es vergleiche mit anderen Spielen und hier auch zum Beispiel wie in Elden Ring und so weiter, haben wir hier definitiv mehr Gegner auf der Map und ihr werdet auch froh sein, wann ihr mal durchatmen könnt. Ja, also wenn ihr von Quest zu Quest geht, wenn ihr eure Story spielt, werdet ihr wirklich happy sein, auch wenn ihr mal nicht kämpfen müsst. Ja, also hier gleich mal vorweg. Nutzt die freie Zeit, wenn ihr nicht kämpft. Jetzt zur Mapgröße selbst. Ich muss euch insoweit spoilern, dass ich euch die Map zeige, weil sonst brauche ich keine Review machen. Ihr seht, wir haben mehrere Gegenden. Und hier ist es so, ihr seht auf der rechten Seite auch, wo ihr immer seid und was ihr zu tun habt. Und hier man sieht, wir haben hier eine Menge zu tun, generell auf der Map. Ich selbst habe die Story gespielt. Die Story war jetzt da so knapp 24 bis 25 Stunden. Ja, und das in einem Modus, der okay ist. Ja, ich habe es nicht im leichtesten Modus gespielt, sondern im drittschwersten Modus. Ja, und war so bei 20, 23 Stunden, 25 Stunden. Habe aber vieles auch übersprungen. Was meine ich mit übersprungen? Ich habe Encounter gemieden. Das heißt, wenn ich Gegner hatte, bin ich einfach weitergelaufen, dass ich zum nächsten Punkt komme, weil ich wollte auch von der Story weiterkommen, von der Gegend weiterkommen. Einfach für diesen Review. Wer das Spiel aber nochmal komplett spielen. Wer soll also in meinem Livestream spielen und auch noch für meine Guides. Wir sehen, wir haben Pilgerzuflucht, Glockentürme, Dörfer, Ruinen, Fotospots. Warum spielt es? Wir haben Quests dafür. Wir haben sogenannte Labyrinthe und die sind sehr interessant. Denn diese Labyrinthe hier, das sind so ähnlich aufgebaut, so wie Arten Dungeon. Ihr habt mehrere Vorgegner. Und am Ende habt ihr dann einen Endboss. So baut sich ein Labyrinth auf. Mutanten haben wir auf der Map, also stärkere Gegner. Die habe ich probiert am Anfang zu legen. Das hat aber nicht funktioniert. Und es macht eigentlich relativ viel Spaß, herumzusuchen auch in der Gegend. Denn wir haben auch Materialien dort, aber zu dem komme ich gleich. Der nächste Punkt, der für mich riesen ausschlaggebend und eine Überraschung war. Und hier gehe ich jetzt auf die Magie ein und hier bitte jetzt, seht es nicht als Spoiler an, bitte. Wir hatten ja in der Demo zwei Magien. Wir haben aber im Spiel vier Magien. Das heißt also, ihr könnt euch selbst so bauen, wie ihr wollt. Ich springe jetzt in die Magie hinein und deswegen aufpassen. Wir haben vier Magiebäume. Das heißt, wir haben hier einen. Wir haben dann den zweiten, den dritten und den vierten. Ihr könnt euch also euren Charakter so aufbauen, wie ihr wollt. Wir arbeiten mit Elementen, das heißt, ihr könnt mit Blitz arbeiten, mit Wasser arbeiten, mit Feuer arbeiten. Haben also wie immer diese vier Elemente in dem Spiel. Die Angriffe selbst, die sind noch ausbaubar. Ich wähle jetzt nur bei mir einen an und zwar sieht man hier, die leuchten dann ein bisschen stärker. Die kann man durch eine Quest, man hat das auch dann immer in den ganzen Safehäusern, ausbauen. Das heißt also, eure Kraft wird nochmal verstärkt.
Also hier könnt ihr ausbauen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch zurücksetzen, denn ihr bekommt immer Zauber für Zauber dazu. Naja, ihr habt ja diese 4 Magien nicht von Anfang an. Wie ihr die bekommt, spielt die Story, spielt das Spiel. Aber ihr verstärkt eben euch mit der Story. Zum nächsten zur Ausrüstung. Bei der Ausrüstung hier habe ich jetzt nicht viel gefarmt. Denn ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, etliches übersprungen. Und habe eigentlich nur so meine Hauptsachen. Habe also meine Umhänge, die ich halt bekommen habe. Ebenso die Halsketten. Und hier sieht man, ober mir ist es. Ihr arbeitet eben mit den 4 Magien. Und die könnt ihr dann auch verstärken. Ihr könnt also an der Werkbank eure Zauber verstärken. Wenn ihr sagt, ihr spielt jetzt nur eine rote Magie oder nur eine blaue Magie, dann könnt ihr auch hier separat mit Material aus der freien Welt verstärken. Ein Gimmick, was ist in dem Spiel, und das finde ich eigentlich sehr angenehm, wenn ihr die Zauber wechselt und ihr habt einen PlayStation 5 Controller, ich spiele es auf der PlayStation, dann wechselt ihr auch hier die Farbe. Ihr seht also am Pad, welche Farbe ihr angewählt habt. Wenn ihr rote Magie spielt, wird das Ding rot. Spielt ihr blaue, wird es blau. Spielt ihr grüne, wird es grün. Ich finde es ein nettes Gimmick. Hätte nicht sein müssen, aber ihr seht dann immer an euren Controller, was habt ihr eingebaut. Also welche Magie spielt ihr gerade. Dann eine Riesensache aus der Community, wo ich gesehen habe, wo die Leute sich irgendwie, ich weiß nicht, verarscht fühlten, waren diese Fingernägel. Warum lackiert man sich Fingernägel? Fingernägel verstärken euch ganz einfach. Das sind im Grunde eure Perks, die ihr bekommt. Man sieht es eh, ich habe jetzt 2 Nägel angewählt. Warum nicht Nägel? In anderen Spielen sind es halt irgendwelche Ringe oder Ohrringe. Ja, also hier nimmt man halt was Neues, Nägel. Macht aber nichts. Ja, ich finde es jetzt nicht irgendwie weird oder sonst was. Verstehe die Kritik aus der Community nicht. Ja, oder aus Kommentaren, warum muss ich Nägel lackieren? Ja, sonst hängst du die Ohrringe um. Ja, also wo ist das Problem? Diesmal lackierst du dir halt die Fingernägel. Ja, also die Fingernägel natürlich in dem Spiel geblieben. Und hier bekommt ihr dann eure Perks oder Verstärkungen oder Resistenzen. Ja, die könnt ihr euch von diesen Fingernägel holen. Kommen wir jetzt zur Performance und zur Welt in diesem Spiel. Das ist ein Riesenthema in diesem Spiel. Das hat auch mich länger beschäftigt. Es ist ja so, ihr wisst, unter den Einstellungen kann man einstellen zwischen. Und zwar bei den Bildeinstellungen. Oder sollt ihr nicht wissen, man kann zwischen Performance wählen, also konstant oder gute Frames, Raytracing und Fokus auf Qualität. Ich selber spiele es auf Performance, denn ich mag halt, wenn es flüssig läuft. Ich habe gerne konstante Frames oder so gut wie es geht hohe Frames. Und hier habe ich tatsächlich auf der PlayStation manchmal Probleme. Bann. Und zwar, wenn ich extrem viele Effekte habe oder ich habe Nebel oder auch in Sequenzen, wo sich halt relativ viel tut, dann merke ich schon, dass ich von der Qualität Einbußen habe. Was aber logisch ist wegen der Framerate. Das heißt, das Spiel rendert es dann runter. Ob es jetzt ein Problem ist, bin ich mir nicht sicher. Ich kenne es auch von anderen Spielen, gebe ich ehrlich zu. Wenn ich halt viel Action habe oder wenn irgendwelche komplizierten Sachen sind, dann rendert sich halt nun mal die Qualität runter, dass die Frames gleich bleiben. Man sieht jetzt selbst, ich habe es jetzt so eingestellt, dass eben die Frames gleich bleiben. Wenn ich es jetzt wechsle, und für manche ist es halt ein Thema, wenn ich es auf Qualität stelle, wie gesagt, ich spiele es auf der PlayStation 4K und jetzt merke ich halt, ihr seht, hier merkt man dann schon die Frame Drops und das finde ich ist immer noch ein Problem. Ja, man sieht es halt. Ob das jetzt 30 sind, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich denke, dass es weniger sind. Ob das jetzt am Spiel selbst liegt oder an der PlayStation, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, aber ich sehe es schon für manche, denke ich, als Problem. Deswegen, ich spiele es halt auf Performance und man merkt, er nimmt es halt dann runter. Aber es kommt wirklich auf die Gegend an. Ja, also es kommt auch darauf an, was sich alles tut. Wenn ich mir jetzt Kämpfe ansehe, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich kämpfe jetzt, habe ich dann Einbußen und wenn ich keine habe, dann passt es eigentlich. Ja, also so finde ich es zu spielen eigentlich in Ordnung. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt grüne Magie, mein Controller leuchtet grün. Würde ich es halt jetzt wechseln. Jetzt habe ich gewechselt auf Stein, also auf lila Magie. Wenn ich es jetzt wieder wechsle, jetzt bin ich auf blau. Ich kann also hier meine Magien durchtauschen. Das Kampfsystem selbst, wenn es ja nicht kennt, es funktioniert eigentlich relativ simpel. Ihr habt eure 4 Zauber. Die könnt ihr anwählen. Am Ende, ja, wie auch immer, habt halt die Zauber. Und hier drinnen über die
L2 und R2 Tasten greift ihr an und mit L1 und L2 könnt ihr nochmal in den Zaubern tauschen. Ja, es klingt kompliziert. Ich habe mich einmal innerhalb kürzester Zeit daran gewöhnt. Ja, also es war für mich jetzt nicht so ein Problem, mich an die Kampfsteuerung zu gewöhnen. Ja, man sieht auch jetzt an der Qualität, der rendert es halt runter. Na, man merkt das halt auch. Für viele wird es ein Problem sein. Für mich persönlich, ich sag so wie es ist, war es das ganze Spiel über kein Problem. Ich konnte alles genießen. Ich konnte meine ganzen Sachen machen. Und war eigentlich sehr happy. Ja, auch mit der Bildqualität und mit der Qualität der Frames, gebe ich ganz ehrlich zu. Zur Karte jetzt noch selbst, wenn ihr in den Gebieten seid, ihr seht dann immer ganz genau, was habt ihr noch offen. Ja, also eben, was habt ihr auf der ganzen Karte noch zu machen oder was wollt ihr machen, ihr seht auch die ganzen Schatztruhen und könnt auch permaporten. Das heißt, so wie ich stehe jetzt irgendwo und kann auch jetzt trotzdem sagen, okay, ich will einen Ortswechsel machen. Das funktioniert also, ohne dass ihr jetzt einen Portpunkt habt, ihr könnt immer porten. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht, Menü anwählen, Karte, porten. Ganz einfach. Ja, auch easy gemacht. Und eben wie gesagt, diese ganzen Sachen wie Monumente, Erinnerungen, Höhlenruinen. Ich möchte euch da wirklich nicht spoilern. Klar wäre es cool für einen Review, wenn man das mal alles reinpackt. Aber ich bin trotzdem der Meinung, zeigen Sachen ja, aber ich muss euch ja nicht spoilern. Das heißt also, ihr habt wirklich genug zu tun. Die Höhlen sind auch cool gemacht. Die ganzen Labyrinthe sind cool gemacht. Ich habe noch aufgeschrieben, die Nebenquests sind Abstecher in diesem Spiel. Ihr könnt genug Abstecher machen, bekommt Quests, das könnt ihr mitnehmen. Also ihr habt wirklich, wirklich, wirklich viel zu tun. Viel, viel mehr als in der Demo. Ich finde die Demo sehr schlecht. Also im Vergleich zu dem Hauptspiel war die Demo wirklich, wirklich schlecht und Squeenix hat sich keinen Gefallen getan damit. Muss ich vorab sagen, ich habe den Key bekommen von Squeenix, danke. Aber mit der Demo, ganz ehrlich, habt ihr euch wirklich keinen Gefallen getan. Denn das Spiel kann viel, viel mehr und es bietet auch viel, viel mehr als diese Demo. Zu den Quests, die ihr auch findet, sind zum Beispiel sehr viele Quests mit Katzen. Ja, also nicht erschrecken, Katzen haben in dem Spiel eine besondere Bedeutung, bekommt auch hier Quests von denen. Ja, also erschreckt nicht. Ja, jeder, der Katzen mag, ich habe selber zwei, der mag diese Quests, ich mag sie auch. Also nicht wundern, ihr habt Katzen in dem Spiel, die euch eben durch die Quest reinführen. Sonst, wie man sieht, ich gehe jetzt nochmal kurz durch die Stadt. Ihr habt doch etliche NPCs drinnen, ihr könnt auch mit alle oder etlichen quatschen, die geben euch auch Quests und so weiter. Man sieht auch in der Stadt selbst, habe ich nicht wirklich Probleme mit den Frames. Ja, also hier lädt er das auch schön rein. Hier habt ihr auch diese ganzen Händler und so weiter, wie ich da gesagt, wie nicht zu viel spoilern. Was halte ich von dem Spiel, was sage ich zu dem Spiel zur Story? Die Story ist richtig gut gemacht. Also mich hat sie auch nicht ergriffen, aber ich konnte mich in die Story hineinversetzen, ich konnte mich in meinen Charakter hineinversetzen, bin mit der Story sehr, sehr zufrieden. Forspoken an sich ist wirklich ein Story-RPG. Ihr folgt der Storyline, er schickt euch zwar immer woanders hin, ihr könnt zwischendurch alles machen in dem Gebiet, habt ihr kein Problem. Etliches ist dann trotzdem an die Story gekoppelt. Wie zum Beispiel, dass ihr dieses Springen erlernt oder dieses Warpen erlernt. Ich nenne es mal jetzt so. Das ist doch an die Story gekoppelt. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch denkt, warum kann ich das noch nicht, dann seid ihr in der Story noch nicht so weit. Denn es ist an die Story gekoppelt. Ebenso mit der Magie. Ihr beginnt mit einer Magie, bekommt dann eine zweite Magie, eine dritte. Ja, also es geht nach der Reihe. Ebenso Story-Fortschritt. Bei der Story spielt sie linear, wie ihr wollt. Könnt aber diese ganzen Nebenquests abweichen. Das Spiel fragt euch auch dann, wenn ihr irgendwo anders weitergeht, bist du fertig? Möchtest du noch was machen? Oder möchtest du weiter? Ja, also die Möglichkeit gibt es immer. Ihr habt auch genug Speicherplätze. Ich mache sie nicht auf, weil da würde jetzt stehen, wo ich überall war. Ihr habt 12 Speicherplätze, könnt also auch 12 mal zwischenspeichern. Zum Ende des Spiels, wenn ihr durch seid, ist das Spiel nicht vorbei. Ihr könnt dann alles immer noch spielen. Wie man sieht, ich bin fertig mit der Story. Kann aber alles spielen, kann jetzt alles erkunden, alles erfarmen. Ich kann meine stärkeren Gegner machen und so weiter. Das heißt, stresst euch auch nicht während der Story. Ihr könnt nach der Story immer noch alles spielen. Wie ich schon vorher gesagt habe, mit der Demo hat sich Squeenix nicht wirklich einen Gefallen gemacht. Ich kenne die Kommentare auf sämtlichen Reddits oder sämtlichen Foren oder sonstiges. Das Spiel wird floppen und so weiter. Bin ich der Meinung, es wird floppen? Nein, eigentlich nicht. Das Spiel ist gut,
Es lässt sich gut spielen, auch vom Kampfsystem her. Hier gewöhnt man sich innerhalb kürzester Zeit dran. Ich kenne es von anderen Spielen, Final Fantasy Spielen oder auch anderen RPGs wie Assassin's Creed oder sonstiges. Das ist mittlerweile ein RPG. Hier muss man sich ebenso an die Steuerung gewöhnen. Das habt ihr hier ganz genauso. Bei der Performance selbst, ich spiele es wie gesagt auf der PlayStation 5. Hier könnte es besser sein? Ja. Ist es aber schlecht? Nein. Also, wenn wer wirklich drüber meckert, dass ihm irgendwo eine Textur verschwimmt oder so, dann ist es halt so. Ja, entweder schafft es nicht, ja, oder das Spiel nicht. Ich selbst bin kein Programmierer. Ich spiele viele Spiele, aber was die PlayStation 5 betrifft, hier lässt sich tadellos spielen. Ich hatte keinen Bug, keinen Absturz, gar nichts. Ja, kann ich einmal sagen, hat gut funktioniert. Zum Kämpfen selbst, hier blende ich euch dann noch im Anschluss ein Video ein. Das steht euch dann aber frei anzusehen, dieses Gameplay, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ja, wie gesagt, ich versuche so wenig wie es geht zu spoilern. Ich hoffe, dieser Review, der erste, oder mal diese Zusammenfassung hat gefallen. Ich werde nach Release, das heißt also erst in 2-3 Tagen, weitere Videos veröffentlichen zu diesem Spiel, wie es mit Craften funktioniert, wie das alles aufgebaut ist. Das kommt später aber nach Release. Warum? Naja, ich will halt die Leute nicht unbedingt noch mehr spoilern, als ihr heute schon gesehen habt. Somit, ich hoffe mal, mein, denke ich, ehrlicher Review oder einmal meine Meinung dazu hat euch gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Bereit? Oh ja. Los, fang! Ich geb's aufs Maul. Yeah. Das wird was. Zu lang. Ist das Video vorbei? Ja, Video ist vorbei, Video ist vorbei. Dann erzähl ihnen von den 2 Videos. Hier gibt es noch 2 weitere Videos von meinem Kanal. Und den Abo-Button. Dann hier den Abo-Button für weitere Videos in Zukunft. Jetzt sag das mit der Glocke. Das mit der Glocke. Sag mal, Charles, wie dumm kann man sein? Ich hab doch gesagt, was Charlie gesagt hat. Das mit der Glocke.